Hallo Leute, hallo YouTube. Der Sensei und ich, das ist der hier. Hatten letztens eine Diskussion darüber, ob Medikamente die natürliche Auslese stören. Ihr wisst natürlich, was ich meine. Die natürliche Auslese besteht darin, dass so und so viel von einer Spezies geboren werden und so viel auch sterben. Ne? Und wenn eine Spezies sich nicht anpassen kann, wird sie angepasst oder sie stirbt aus. Und jetzt die Frage, wird durch die Medikamenteneinnahme die Evolution des Menschen künstlich verändert, ob nun zum Positiven oder zum Negativen, das steht ja außer Frage. Aber das ist die Frage, über die wir uns unterhalten haben letztens, wird durch Medikamente und durch den technischen Fortschritt und durch neue Operationen die natürliche Auslese oder um noch weiter zu gehen, die natürliche Evolution des Menschen gestört? Das ist jetzt die Frage. Also, nochmal, Medikamente beeinflussen die nun stark die Entwicklung des Menschen oder nicht? Oder wie seht ihr das? Das ist die Frage, die im Raum steht. So, und so viel soll es gewesen sein. Und dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag noch.